Wart ihr schon mal in Island? Wisst ihr, wo das liegt? Island liegt im ganz hohen Norden zwischen Grönland und Skandinavien. Und ja, es gehört zu Europa. Es ist das nördlichste Land Europas. Island ist die größte Vulkaninsel der Welt. Eine ganz besondere Insel. Die größte Stadt in Island heißt Reykjavik. Dort leben die meisten Isländer. Und nicht nur Isländer finden Island toll, weil es zum Beispiel Vulkane gibt. Geysire, aus denen heißes Wasser schießt. Es gibt Gletscher und viel flaches, weites Land, auf dem Schafe frei herumlaufen. Lustige Vögel, wie zum Beispiel den Papageientaucher. Heiße Quellen, in denen man wie in einer heißen Badewanne faulenzen kann. Stille Fjorde, viele Seen. Und Bäche. Reißende Flüsse und Stromschnellen. Große und kleine Wasserfälle. Manchmal bebt die Erde und Strände gibt es dort auch, aber keine Liegestühle. Dafür gibt es aber diese süßen Tiere hier, Islandpferde. Pferde, wohlgemerkt, nicht Ponys. Da sind die Isländer pingelig. Sie lieben ihre Pferde und sie sorgen dafür, dass kein Islandpferd, das einmal die Insel verlassen hat, jemals wieder zurückkehrt. Das machen sie so, damit ihre Pferde gesund und kräftig bleiben und kein Pferd Krankheiten mit auf die Insel bringt. Auf Island wurde in den 80er Jahren, also vor ziemlich langer Zeit, eine Fernsehserie fürs deutsche Kinderfernsehen gedreht, in dem zwei Jungen die Hauptrolle spielten. Sie ist sehr spannend. Dieser Mann hier heißt August Gudmundsson und er war der Regisseur, also der Chef der Schauspieler und überhaupt. Zusammen suchen wir gerade auf der Karte von Island die Orte, wo Nonni und Manni damals gedreht wurde. Und wir finden viele Orte. Wir haben August. In Deutschland sind es heute 33 Grad und alle schwitzen. Hier sind es 12 Grad und es ist windig. Auch das ist der Sommer auf Island. Hier scheint natürlich auch die Sonne, aber heute regnet es. Wir sind in Eile und deshalb sind wir mit dem Auto unterwegs und nicht mit dem Pferd. Aber weil es uns hier so gut gefällt, halten wir ab und zu an und schauen uns um. Träumt, jetzt müssen wir uns sputen, um die Fähre zur Insel Flatey zu bekommen. Wir suchen ja schließlich die Orte, wo der Nonni und Manni Film entstanden ist. Auf der Insel Flatey im Westen Islands soll zum Beispiel das Filmdorf sein, mit dem Büro von Magnus, dem Kaufmann. Ihr erinnert euch, dem bösen Magnus. Es regnet kleine Hunde, aber wir haben die Fähre zur kleinen Insel Flatey gerade noch erwischt. Zeit, um auszuruhen und in den Nebel zu schauen. Ob es in Island auch Seetrolle gibt? Man erzählt sich ja so einiges über Trolle und Elfen und Feen hier. Na, auf jeden Fall und ganz sicher gibt es Wale und Delfine. Aber über Wasser gibt es nicht viel zu sehen, außer Wasser und Nebel. Und diesem
einsamen Haus und sonst nichts als Nebel, Regen, das Meer und nochmal Nebel und Regen. Und weil wir unsere Gummistiefel vergessen haben, sehr clever, sind wir auf der Mini-Insel Flattery nach ganz kurzer Zeit komplett geduscht und pitchnass. Zum Glück gibt's hier eine hübsche, warme und gemütliche Kneipe und etwas Heißes zu trinken. Hier kann man sogar übernachten. Wir sind im Hotel Flattery. Irgendwie kommt uns das bekannt vor. Das sieht ja doch genauso aus wie im Film, oder? Und gleich noch eine Szene. Dieser Ausblick kommt uns auch bekannt vor. Na klar, wir sind in Magnus' Büro. Es sieht zwar völlig anders aus als im Film, aber sonst hat sich ja gar nicht viel verändert hier. Ah, das Wetter, das war anders. Die Leute waren natürlich anders angezogen als wir heute. Der Film spielt ja auch im Jahr 1868. Und hier ging es rein zu Magnus. Ja, das passt alles. Willkommen im Filmdorf. Das sind Nonni und Manni. Im richtigen Leben heißen sie Garda und Einar. Die beiden haben hier im Film ganz schön zu kämpfen mit Magnus. Sie misstrauen ihm. Und bis die Wahrheit ans Licht kommt, müssen sie dann ja auch noch viele gefährliche Abenteuer überstehen. Du weißt doch gar nichts. Hier zum Beispiel in den Klippen sind Nonni und Manni in einer brenzligen Situation. Die Szene war echt und erforderte viel Mut. Die Jungs waren damals noch jung, erst 10 und 12 Jahre alt. Seid ihr auch neugierig, wie die beiden heute, fast 22 lange Jahre später, aussehen? Na dann schaut mal, das sind sie heute. Spaß haben die beiden immer noch, wie man sieht. Und seitdem sie zusammen im Nonni und Manni-Film mitgespielt haben, sind sie dicke Freunde. Bis heute. Garda ist jetzt ein bekannter Operntenor, der auf internationalen Bühnen auftritt. Seit ich 18 war, spielte ich mit dem Gedanken, zu Schauspielern und zu singen. Ich fand das toll und interessant. Also, ich wollte am liebsten beides machen. Beide, Jobs. Jobs. Yes. Ja, ja, ganz klar. Am Ende habe ich entschieden, dass ich ohne Musik nicht leben kann. Und auf einer Opernbühne kann ich die Schauspielerei mit der Musik verbinden. Deshalb habe ich entschieden, dass das mehr mein Ding ist. Sein Freund Einar, alias Manni, ist heute Schauspieler und er ist Gardas größter Fan. Oh ja, ich mag seine Stimme wirklich sehr. Echt, wenn er ein Konzert gibt, versuche ich dabei zu sein. Egal, wo auf der Welt es gerade stattfindet. Manchmal gehe ich sogar mit auf Tour. Bevor die Serie Nonni und Manni gedreht wurde, hat sich Regisseur August überall auf der Welt nach geeigneten Darstellern umgeschaut. Am wichtigsten war für ihn natürlich eine der Hauptrollen, also Nonni. Er war gerade 12 und er war ganz einfach der Junge, den ich brauchte. Ich habe auch andere gecastet. Wir haben in Skandinavien und sogar in London nach Nonnis gesucht. Aber am Schluss war Garda Thor die beste Wahl. Garda Thor was by far the best choice, in my opinion. Of course, at that time he hadn't done any. Damals war er zwar kein Schauspieler oder Sänger, heute ist er ein bekannter Opernsänger, besonders in London, aber das wussten wir ja noch nicht. Damals war er ein Unbekannter. And very popular, especially in Great Britain. So all that was in the future. He was an unknown. Aber ich musste nicht lange mit ihm probieren, bis ich wusste, er hat schauspielerisches Talent. Aber auch wichtig war natürlich die zweite Hauptrolle, Nonnis kleiner Bruder, Manni. Du weißt, wo er ist? Er ist mit Juli da oben. We decided that it would be best
Wir haben entschieden, dass es am besten sei, wenn wir noch einen Isländer hätten, der seinen Bruder spielt. Wir haben dann nach einem isländischen Jungen gesucht, der Englisch spricht. Und wir fanden einige, die zweisprachig waren. Der Grund, warum Einar Englisch sprechen konnte, lag darin, dass seine Eltern eine Zeit lang in Simbabwe gelebt haben. Und dort hatte Einar Englisch gelernt und ein bisschen Swahili. English and a bit of Swahili in Zimbabwe. Außerdem mochte ich sehr, wie er war und aussah. Er passte einfach. Es war nicht wirklich schwierig, sich für ihn als Money zu entscheiden. Beide Jungs erinnern sich noch heute gerne an die Dreharbeiten zurück. Für uns ist es so, als wäre es gestern gewesen. Das waren so großartige Momente in unserem Leben. Überleg mal, es ist 20 Jahre her. 22 Jahre. Ja, 22 Jahre. Und so viele Dinge sind seitdem passiert. Es gab sicher Dinge, die für die Erwachsenen total wichtig waren. Für uns war das ja alles normal. Wir waren jung und wir wussten nicht, wie wichtig das alles ist. Oh ja, wir erinnern uns wirklich lebhaft an diese Zeit. Wie gesagt, es ist 22 Jahre her und es ist ganz schön schräg, dass die Erinnerungen an die Serie noch so klar und stark sind. Ganz plötzlich kommen wieder Bilder und Momente hoch. Oder wenn man jemanden trifft, der auch im Film mitgespielt hat. Nette Erinnerungen sind das aus dieser Zeit. Genau, manchmal fahren wir hier herum, zum Beispiel letztens Richtung Norden, und die Wolken ziehen über einen Berg und Garda sagte, immer wenn ich die Wolken so über diesen Berg kommen sehe, denke ich an Nonni und Manni. Und dem stimme ich absolut zu, absolut. Ja, das ist schon erstaunlich. Wenn sie nicht gerade draußen große Abenteuer erlebten, wohnten die Jungs in diesem kleinen Haus mit ihrer Mutter und ihrer Oma. Dieses Haus war der Mittelpunkt für viele wichtige Szenen im Film und extra gebaut worden. Es sollte schließlich alles echt aussehen. Und so schaut es dort heute aus. Das Haus ist nicht mehr da, aber sonst ist alles beim Alten. Die Schauspieler der Serie kamen aus vielen verschiedenen Ländern. Eine internationale Produktion. Sie kamen aus Spanien, England, Deutschland, Italien, Frankreich, Grönland, Finnland und Island. Das Essen wird kalt. It so happens that we had cast another actress for Sigrid. Wir hatten eigentlich eine andere Schauspielerin gecastet für die Rolle von Sigrid, der Mutter, eine sehr bekannte Engländerin. Aber sie wurde schwanger. Und das erfuhren wir erst ein paar Wochen vor Drehbeginn. Der Produzent ging dann los und fand einen Ersatz. Ich hatte von ihr nicht wirklich viel gesehen, aber sie hat mir extrem gut gefallen. Eine großartige Schauspielerin. Lisa Harrow. Stuart Wilson. Er ist ganz einfach ein Schauspieler, der das Auge fesselt. Als er mir vom Castingdirektor vorgeschlagen wurde, sagte ich sofort, ja, er ist richtig. Ich hatte ihn im Fernsehen gesehen und ich wollte ihn unbedingt für diese Rolle haben. Die Suche nach Harald war etwas komplizierter. Zuerst wollte mein Produzent einen englischen Schauspieler und ich fuhr nach Rom, um ihn zu treffen. Ich traf ihn, ich mochte ihn und ich sagte, ja. Dann überlegten wir, dass er vielleicht doch nicht bekannt genug ist. Und so schickte man mich nach Paris, um Luc Miranda zu treffen. Luc machte auch einen super Eindruck. Und ich sagte auch zu ihm, ja. Ich fuhr nach Madrid für ein Vorsprechen mit drei Großmüttern. Eine war zu jung, nur ein paar Jahre älter als Lisa Harrow, die Mutter. Das ging also nicht. Die zweite sprach überhaupt kein Englisch. Und ich sagte, nein, das geht nicht, wir drehen in Englisch. Und die dritte war dann Concha Hidalgo. Und mit ihr kam ich bestens zurecht. Sie war eine der nettesten Menschen am Set.
Es waren relativ wenig Deutsche beim Dreh dabei. Später im Schnitt schon. Aber da war ein deutscher Schauspieler, Klaus Grünberg. Er spielt Thorstein. Aus irgendeinem Grund waren seine Drehtage eher sporadisch, nicht an einem Stück. Er fand es besser, trotzdem die ganze Zeit bei uns zu bleiben, einfach dabei zu sein und den Dreh zu beobachten. Didn't have anything to do except to sort of watch the scenery and while away the time. Er war fast die ganze Drehzeit bei uns. Ein sehr freundlicher Mann und ein sehr guter Schauspieler, der später eine große Karriere in Deutschland gemacht hat. Is well known. Bei so vielen verschiedenen Schauspielern, einem internationalen Filmteam und entsprechend vielen verschiedenen Muttersprachen wurde während der Dreharbeiten, also 5 Monate lang, nur Englisch gesprochen. Für die beiden isländischen Jungs war das überhaupt kein Problem. Ich bin halber Engländer. Ich bin zweisprachig aufgewachsen. Ich bin in Afrika aufgewachsen. Ich war auf englischen Schulen, bis ich 10 war und bin kurz vor Nonny und Manny nach Hause gekommen. Ja, du kamst gerade an. Ja, ich kam hier gerade erst an. Deshalb sprechen wir beide die Sprache ziemlich fließend. Ich denke, wir hatten Glück, dass wir beide Isländer sind. Und ich bin besonders glücklich darüber, dass wir seitdem eine so starke Beziehung haben. Immer noch, seitdem, echt stark. Die beiden mussten auch fest zusammenhalten, denn so etwas wie Stuntmänner oder Doubles gab es bei diesem Film nicht. Die Jungs haben alles selbst gespielt. Und beide waren während der 5 Monate vielen wirklich bedrohlichen und auch gefährlichen Situationen ausgesetzt. Ihre Sicherheit stand aber während der Dreharbeiten immer im Mittelpunkt. Während des Drehs durften wir zum Beispiel kein Fußball spielen, damit wir uns nicht verletzen. Aber einige Szenen waren eigentlich ganz schön. Also, sie haben kleinen Jungs wie uns ganz schön was abverlangt. Als wir zum Beispiel das Boot auf die offene See bringen sollten, das war ziemlich gefährlich. Ja. Man sieht es natürlich nicht im Film, aber bei der Szene, als wir aus den Klippen kommen und das Boot ins Wasser schieben sollen, kam eine Welle unter das Boot, kippte es um und wir waren im Wasser. Ich erinnere mich, dass ich das Boot auf den Kopf bekam. Ich kam zwar hoch und sah auch noch den Strand, aber ich sah auch, dass 50 Leute ins Meer rannten, um uns zu retten. Ja, es gab schon ein paar Angstmomente, aber für uns war das alles ein großes Abenteuer. Wir waren jung, wir hatten eher Spaß daran. Wir haben die Gefahr ja gar nicht so gesehen. Nein, wir haben gar nicht darüber nachgedacht. Wie diese Sachen in den Klippen, als er fast runterfiel, musste ich ihn an der Hand festhalten, all sowas. Und ich habe ihn wirklich gehalten. Okay, es waren jetzt nicht viele Meter runter, aber ein paar Meter waren es schon. Und ich war klein und deshalb sah das noch viel höher aus. Die Szene, in der kleine Einar ins eiskalte Seewasser fiel, wurde in mehreren Schritten gedreht. Die Walszene wurde in 3 Teilen gedreht. Ein Teil im Hafen mit mir in dem Boot. Sie hatten eine riesige Walattrappe auf einem Kran aufgebaut, um damit das Boot anzuheben und zu kippen. In der nächsten Szene waren wir in einem Studio in England, wo ich über Bord falle. Das war eine ziemliche Höhe. Ich fiel auf eine dicke Matratze. Und bei der nächsten Szene sollte ich ins offene Meer fallen und wir waren deshalb ganz schön weit draußen. Und da bin ich dann tatsächlich über Bord in die eiskalte See und musste zum Boot zurückschwimmen. Ehrlich, da war kein Land zu sehen, weit und breit. Ja, die waren wirklich nicht ungefährlich. Gefährlich war es für die Jungs auch hier am sogenannten Weißen Fluss. Schaut mal, so sah es dort früher aus. Da kommt ihr nie rüber. Die Strömung ist zu stark. Wir müssen aber rüber.
Garda erinnert sich noch lebhaft an die Szene, in der er erst selbst und dann Mani in den bitterkalten Stromschnellen landete. Nachdem diese Szene fertig gedreht war, hing über dem Fluss ein Seil, an dem ich mich festhalten und rausziehen sollte. Sonst wäre ich in den Stromschnellen abgegangen. Ich sollte das Seil also packen und mich daran zum Ufer raushangeln. Aber auf halber Strecke fuhren mir die Hände ein. Ich konnte mich also nicht mehr bewegen, so kalt war es. Ich erinnere mich noch lebhaft. Sie mussten kommen und mich holen. Ja, das sind die Momente, die man nie vergisst. Unvergesslich auch diese Szene hier. Gut, Mani. Sie sind trocken. Sie sind ja noch tropfnass. Na, zum Glück ging ja noch mal alles gut. Und nass bis auf die Haut ging das große Abenteuer Dreharbeiten für die Jungs dann immer weiter. Abenteuerlich war auch der ziemlich unfreiwillige Ski-Langlauf-Wettbewerb zwischen den beiden. Skiing was hard work. Mann, Skifahren war echt harte Arbeit. Erstmal waren das uralte Skier und es waren, wie nennt man die nochmal? Langlaufski? Keine normalen Skier. Langlaufski. Genau, Langlaufski. Du hast auf denen nicht viel Halt. Das war echt hart. Ja, man rutschte da so schnell raus. Und wir mussten damit kleine Hügel runterfahren. Mann, das war echt ein harter Job. Ich habe ein paar dicke Stürze hingelegt. Wir haben das auch nicht lange trainiert, oder? Nein. Wir haben versucht, das Beste draus zu machen, wenn die Kameras liefen. Ich war besser als er, fürs Protokoll. Wahrscheinlich. Warst du? Wirklich? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ich war besser als er. Na, als dann aber die großen Eisbären kamen, verging den Jungs das Lachen schnell. Aber Angst hatten die beiden nicht. Die Bären waren ja nicht wirklich echt. Naja, für diese Zeit. Sie hatten diese mechanischen Eisbärköpfe für die Nahaufnahmen und man konnte den eisigen Atem gut sehen. Das war für die damaligen Zeiten echt Hightech, also vor 22 Jahren. Ja, absolut. Mechanische Eisbären? Dieser würdige alte Herr mit dem weißen Bart heißt Jon Svensson, Spitzname Nonny. An Trick und unechte mechanische Eisbären hat der kinderliebe Priester und Geschichtenerzähler ganz sicher nicht gedacht, als er die Geschichte über sein eigenes Leben als Nonny aufgeschrieben hat. In seinem Haus in Akureyri im Norden Islands ist jetzt ein Nonny-Museum untergebracht. So wichtig ist er immer noch für die Isländer und natürlich auch für die beiden Jungs. The stories that Jon Svensson Nonny wrote. Jeder in Island hat die Geschichten von Jon Svensson, also Nonny, gelesen. Und so gesehen hatten sie einen großen pädagogischen Unterhaltungswert. Ich denke, das war es, was er wollte. Mit seiner missionarischen Arbeit wollte er in der ganzen Welt Gutes tun. Ich denke, sie waren für uns sehr wichtig und sie wurden ja auch in vielen Ländern in sehr viele Sprachen übersetzt. Ich denke, das spricht für sich selbst. Ich meine, er hatte ein Ziel. Die Geschichte von Nonny und Mani erzählt davon, dass er fest an etwas glaubt. Für diese Überzeugung muss er sich gegen ein paar Leute stellen. Sogar gegen seine Mutter, stell mal vor. Ja, das stimmt. Er hat sich darauf konzentriert, was er wirklich glaubt. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Folge deiner Überzeugung. Folge deinem Traum. Ja, das auch. Die enge Beziehung zwischen den Brüdern ist auch ein wichtiger Punkt in den Geschichten. Vielleicht wollte er den Leuten genau das sagen. So viel steht fest. Jon Svensson, der isländische Priester, hat mit Nonny und Mani eine großartige und spannende Vorlage für einen zauberhaften Kinderfilm geschaffen. Auch heute noch, nach so vielen Jahren, berührt er die Herzen vieler Kinder und Erwachsener. Und er öffnet den Blick für die einzigartige Schönheit Islands. Island. Für viele ist es die geheimnisvolle Zauberinsel, die man einmal im Leben gesehen haben muss.
Jedes Jahr reisen viele Menschen aus der ganzen Welt auf die Insel aus Feuer und Eis, um dort ihren Urlaub mit langen Wanderungen oder dem Beobachten von Vögeln zu verbringen. Filmemacher August ist glücklich, dass er diesen Film machen durfte. Schon als junger Mann wusste er, dass seine Heimat herrliche Filmkulissen zu bieten hat. Ich habe festgestellt, dass viele Nicht-Isländer meinen, dass Island ein Zauberland ist. Auf manche wirkt Island vielleicht sogar ein bisschen unheimlich. Es ist für viele auf jeden Fall ziemlich fremd. Und die andere Sache ist, dass du hier nicht weit fahren musst, um von einem Naturphänomen zum anderen zu gelangen. Für Garda und Einar gilt das Gleiche. Die Landschaft steht auf meiner Liste ganz oben. Die Menschen und die Tatsache, dass hier alles so sauber ist. Die Luft, das Wasser, die, wie heißt das noch? Landwirtschaft? Genau, die Landwirtschaft. Das ist immer das, was ich zu Fremden sage, wenn sie mich danach fragen, was an Island so speziell ist. Außerdem ist es mein Zuhause. Hier lebt meine Familie, meine Freunde. Ich liebe es. Klar, die Landschaft ist das Wichtigste. Die Geysire. Wir leben so nah an der Natur. Wir haben viele Erdbeben hier. Erst gestern hatten wir eins. Ja, gerade gestern noch. Wir kennen das also. Und es ist schön, so nah an der Natur zu sein. Immense Kräfte der Natur erleben wir hier. Wenn du zum Beispiel in Reykjavik landest und du fährst in die Stadt, fährst du direkt durch Lavafelder. Das ist ganz schön speziell. Sowas sieht man nicht oft in der Welt, dass man durch eine Stadt fährt und du hast die Lavalandschaft direkt in der Nähe. Das ist, ja, sehr, sehr einzigartig. Da schwärmen beide. Gibt es wirklich gar nichts zu meckern? Nein. Nein. Also, vielleicht die langen, dunklen Stunden im Winter. Manchmal ist das gemütlich, aber es ist auch windig, verschneit und dunkel. Manchmal kann einen das fertig machen. Viele mögen das nicht. Das kann schwierig sein, wenn die Sonne nur 3 Stunden am Tag scheint im Winter. 3? Sie scheint 4 Stunden, oder? 3 bis 4, okay. Und meistens ist es bewölkt, sie scheint also gar nicht. Für manche Leute kann das problematisch sein. Aber ich mag das. Ja, Island kann kühl, wechselhaft und manchmal auch recht abweisend sein. Aber gerade dieses nordische Klima hat für viele Besucher und Touristen einen besonderen Reiz. Hier sind wir auf dem Weg hoch zum berühmten Gletscher Snæfellsjökull auf der westlichen Halbinsel Snæfellsnes. Die Geschichte von der Reise zum Mittelpunkt der Erde von Jules Verne beginnt hier. Nebelschwaden, skurrile Wolkengebilde und eine bizarre und eigenwillige Landschaft passen außerdem gut zu den Geschichten über Trolle und Elfen, die es ja auf der Insel geben soll. Oder sind das etwa alles nur Märchen und Legenden? No, I can't say I believe in trolls and fairies. Nein, ich persönlich glaube nicht an Trolle und Märchen, aber daran zu glauben ist für viele Leute völlig normal. Aber ich bin kein großer Fan von Trollen. Die Geschichten finde ich gut und außerdem habe ich jetzt gerade zu Weihnachten einen Troll gespielt, also brauche ich einen gewissen Glauben daran. Nein, ich glaube nicht dran. Ja, schon, es sind hübsche Geschichten, aber ich nicht, nein. Aber um ehrlich zu sein, es ist etwas typisch Isländisches. Das gibt es wirklich, dass die Leute meinen, unter diesem Stein könnte Elvis leben. Und sie respektieren das wirklich. Noch heute, wenn Straßen gebaut werden und wenn da so ein besonders dicker Stein im Weg liegt, meinen welche, dass dieser Stein Kraft hat oder dass dort Elfen leben könnten. Sie werden den Stein also nicht wegschaffen, sondern die Straße darum herum bauen. Und das ist jetzt wirklich wahr. Ganz echt und ganz sicher nicht mechanisch wie die Eisbären waren die zahlreichen süßen Islandpferde, die in der Serie ganz wichtige Rollen gespielt haben.
Viele Besucher kommen extra wegen der Islampferde auf die Insel und sie unternehmen etwas mit ihnen. Man kann ausgedehnte Reiterferien machen oder einfach mal nur den besonderen Gang der Islampferde, den Tölt, ausprobieren. Gerade Reitanfänger kommen damit wunderbar zurecht. Ich bin froh, dass du es Pferd nennst. Oft hört man das Island-Pony, was es nicht ist. Es ist ein Pferd. Okay, es ist ein kleines Pferd, aber es ist das einzige Pferd in der Welt mit 5 Gängen. Und das macht es einzigartig. Ich denke, für die Isländer sind sie total wichtig durch die ganzen Jahre. Sehr, sehr wichtig. Sie sind klein und stark. Und nachdem uns dieses hübsche weiße Pferd fast 20 Minuten Modell gestanden hat und fast schon ein bisschen genervt ausschaut, entdecken wir noch eine andere positive Seite. Es ist enorm geduldig. Das Pferd denkt, Mann, ist der bescheuert, was macht ihr denn da? Oh nee, nicht auch noch meine Schuhe.